Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kingdom Come Deliverance. Wir müssen berichten. Ist ja noch irgendwas? Finde den Besitzer des Hufkratzers. Ach so. Gott, nein. Kann ich mit dir reden? Bist Wächter, Dorfbewohner. Mit dir kann ich reden, oder? Dieser Hufkratzer, wem könnte der gehören? Weißt du, wessen Hufkratzer das ist? Rotschopf. Er hat ständig damit angegeben. Warum fragst du? Ich versuche mir einen Reim darauf zu machen. Oder ich fand ihn bei einem Banditen im Wald. Bei einem der Banditen im Wald. Aber er... Wegen ihm? Wegen ihm haben sie hier gemordet? Herr im Himmel! Warte, langsam. Du glaubst, Rotschopf war für den Überfall verantwortlich? Er floh. Kapierst du's nicht? Hat sich merkwürdig benommen und floh. Warum sollte er das sonst tun? Das klingt ziemlich seltsam. Und du weißt nicht, wohin Rotschopf gegangen sein könnte? Keine Ahnung. Frag Jakob. Okay. Lebe wohl. Jakob. Der war da hinten, glaube ich. Dann fragen wir Jakob. Ruf verschlechtert. Oh, nicht gut. Ich hätte doch die andere Antwort nehmen sollen. Ich versuche mir einen Reim drauf zu machen. Naja, zu spät. Warum haben die das so eilig? Hufkratzer. Weißt du irgendetwas über diesen Hufkratzer? Der gehört Rotschopf. Hat ihn in Ratei machen lassen. Weißt du, wo das stecken könnte? Weißt du, wo ich diesen Rotschopf finden könnte? Hat seine 7 Zwetschgen gepackt und ist weg. Was? Ich weiß, wie das aussieht, aber Rotschopf ist ein anständiger Kerl. Glaub nicht, dass er mit dem Überfall was zu schaffen hat. Wohin könnte er geflohen sein? Vielleicht weiß ich's, aber versprich mir eins. Wenn du ihn findest, dann hör dir an, was er zu sagen hat, bevor du dein Urteil fällst. Auf jeden Fall. Versprochen. Ich gebe dir mein Wort. Manchmal kamen ihn die Köhler besuchen. Er kommt gut mit ihnen aus. Ich glaube, dass er dorthin ist. Und wo ist das? Kein Schimmer. Die bleiben meistens unter sich. Du weißt ja, Köhler. Aber der Wald ist voll von ihnen. Die könnten überall sein. Jawohl, nur dass die nicht weit weg sein werden. Wenn du dem Bach vom Gestüt aus in Richtung Ratei folgst, stößt du auf eins von ihren Lagern. Nur... Nur was? Nur... Rotschopf nahm diesen Weg nicht. Er nahm stets die breite Straße durch die Wälder Richtung Uschitze. Aber wie soll ich sie finden? Machen viel Rauch, wenn sie arbeiten. Du wirst sie riechen, bevor du sie siehst. Außerdem müssen sie nah am Wasser sein. Ich muss also bloß den Wald entlang eines fließenden Gewässers durchstreifen? Genau. Gott behüte dich. Okay. So. Kann ich mit dir nochmal reden? Guten Abend. Guten Abend. Gibt es hier Köhler in der Nähe? Gibt es hier in der Gegend Köhler? Köhler? Weiß nicht. In Wäldern sind immer viele von denen. Also könnten auch hier welche sein. Frag besser jemand anderen. Okay. Gott über dich wachen. Okay, einen Händler bräuchten wir mal. Ein Händler wäre langsam aber sicher mal wichtig. Richtung Uschitze. Wo ist denn Uschitze? Talmberg, Rovana, Skalitz, Ratei. Da müssen wir hin, Richtung Süden. Gibt es hier irgendeinen Händler in Neuhof? Pferd, Pferd, Pferd. Das ist Pebbles. Pebbles ist meins. Wobei Pebbles kann ich auch was ins Inventar packen, ne? Moment, da könnte ich ja mal in die Satteltasche.
dass wir wieder Platz im Inventar haben. In die Satteltasche. Satteltasche. Die können in die Satteltasche. Den kann ich in die Satteltasche tun, was ich mit dem Ohr soll. Herr Robert zahlt 120 Groschen dafür. Okay. Verbände behalte ich besser. Die Pfeile brauche ich. Schaufel könnte auch nochmal in die Satteltasche. So. Dann sind wir, glaube ich, schon mal ganz... Die gewöhnliche Beckenhaube kann auch in die Satteltasche. Gut. Dann haben wir schon mal... ein bisschen Platz wieder im Inventar. Ja, vielleicht finden wir auch einen Händler hier oder sowas. Sieht aber im Moment eher nicht danach aus, als wenn es hier was gäbe. Hm. Sind wir in der richtigen Richtung unterwegs? Ja, so in etwa. Wir könnten hier lang und dann da an der Kreuzung biegen wir links ab. Ich glaube, das ist ganz okay. Dann können wir nämlich später, sobald wir halt mal bei einem Händler sind, können wir mal gucken, dass wir ordentlich was verkaufen. Weil was wir immer brauchen werden, ist Geld. Geld, Geld und nochmal Geld. Reiten wir da runter? Ja, würde ich sagen, machen wir. Vielleicht haben wir ja Glück und finden bei den Köhlern einen Händler. Das wäre natürlich mega. Neue Stufe erreicht. Reiten. Sehr gut. Irgendwo müssen wir hin. Wald und Fluss. Gucken wir mal, dass wir hier irgendwo die Köhler finden. Ja, da könnten welche sein. Warum ist hier Angriff? Wir haben ein Lager entdeckt. Wie steige ich ab? So. Moment. Quatsch. Wo ist denn das Lager? Dass ich aus dem Bereich rauskomme, dass mal das Ding da weggeht. Jetzt. So, jetzt sollten wir nämlich dann auch in Ruhe mit den Leuten hier reden können. Köhler. Guten Tag. Guten Tag.
Ich suche nach Rotschopf. Ich suche nach einem Stallburschen aus Neuhof. Warum suchst du ihn dann nicht beim Gestüt? Weil er von dort abgehauen ist. Hält sich jetzt angeblich bei Köhlern auf. Also hier ist er nicht vorbeigekommen. Frag lieber woanders. Mach's gut. Okay. Beste Grüße. Beste Grüße. Ich brauche Hilfe bei meiner Suche. Willst du mir helfen? Kommt drauf an, was du willst, oder? Ich suche Rotschopf, einen Stallburschen aus Neuhof. Er soll weggelaufen und sich mit ein paar Köhlern zusammengetan haben, bei denen er manchmal war. Tut mir leid, hier gibt's keinen Rotschopf. Du suchst besser irgendwo anders. Der Junge war Zeuge eines Massakers. In Neuhof gab es ein Massaker und der Junge weiß vielleicht, wer es war. Ich muss ihn finden. In letzter Zeit geschehen hier viele Morde. Aber dieser Rotschopf war wirklich nicht hier. Es werden viel weniger Morde sein, wenn ich diese Bastarde erwische. Wieso hilfst du mir nicht weiter? Beruhige dich doch bei Gott. Der Junge, den du suchst, ist hier nicht aufgetaucht. Aber schließlich gibt's noch andere Köhler. Versuch's bei denen. Mhm. Und du solltest dich sputen. Bist nicht der Erste, der nach ihm fragt. Und die anderen sahen nicht gerade edelmütig aus. Mit ihrem Silber waren sie aber freigebig. Okay. Sie haben nicht zufällig erwähnt, was sie von ihm wollten? Nein, aber sie wirkten nicht so, als wollten sie ihn zum Festschmaus einladen. Wohin könnte er gegangen sein? Hast du eine Idee, wohin er sonst gegangen sein könnte? Er ist mit Köhlern befreundet, sagst du? Nun, dann findest du ihn sicher im Wald zwischen Neuhof und Uschütze. Dort gibt's ein paar gute Plätzchen. Aber der Wald ist riesig. Das könnte Wochen dauern. Dann folg dem Bach. So hast du uns schließlich auch gefunden, nicht? Wo Köhler sind, da gibt's auch Wasser. Okay. Gut. Ich werde mich anderswo umhören. Möge Gott über dich wachen. Okay, befragte Köhler im Norden. Das müsste B sein, ne? Oh, das ist aber ganz schön weit im Norden. Gut. Da ist Neuhof. Da können wir noch vorbei. Unerforschter Ort. Das heißt, wir reiten hier jetzt den Weg wieder hoch. Irgendwo muss hier ein Lager sein. Wo ist Pebbles? Ich gehe mal runter. Da könnten wir dann auf jeden Fall vernünftig aufsteigen. Auf Pebbles. Da ist Pebbles. So. Ja, ich wollte mich nicht... Ich habe versehentlich C gedrückt. War nicht so geplant. Ach, die da. Die hatten wir aufgemischt. Ja. Ja, wir tragen Kumanenhelm, ne? Das behagt denen, glaube ich, nicht. Müsste ich vielleicht mal noch bei Gelegenheit wechseln, aber... Hat halt den Vorteil... Er ist besser als der, den wir vorher hatten. Wer bist du? Hey, wer ist da? Bandit? Moment. Du. Verdammt. Oh, Moment. Hast du nicht drauf?
Ich habe vorher mit Fäusten angefangen. Wenn du aber so kommst, dann bist du selber schuld. Wein können wir mal mitnehmen. Konservierungsmittel können wir auch mal mitnehmen. Schlappen. Ja, bringen zumindest ein bisschen Geld. Die Beinlinge auch noch ein bisschen. So. Fackeln brauchen wir. Ich bräuchte mal einen Schlafplatz. Ein Schlafplatz wäre ganz gut. Aber ich glaube, da brauche ich hier auf den Höfen eher nicht gucken. Sollte ich mich verbinden? Kann ich mich verbinden? Ich glaube nicht. Verband. Achso, das war der Jagdpfeil. Anwenden, okay. Ich kann keinen anwenden, da ich nicht blute. Löwenzahn kann ich nur in die Satteltasche. Ringelblumen. Essen wir mal. Ja, dann geht es uns zumindest besser. Das ist schon mal gut. Wo muss ich denn lang? Gar nicht in diese Richtung. Wobei, wir können jetzt da lang reiten. Aktivitätengeber ist dort noch. Moment, dann drehe ich vielleicht einfach um. Dann reiten wir da noch vorbei. Aktivität wäre ja kein Fehler. Da ist. Irgendwo in dem Hof da, ne? Ich guck gerade nochmal. Ah ne, nicht da hinten, sondern hier vorne. Wir müssen nur um den Zaun rumreiten. Ah doch, ist doch der Hof hier. Okay. Wer ist denn hier der Wächter? Wo ist denn der Robert? Wächter? Da müsste ein Aktivitätengeber sein. Ah, Hauptmann Bernhard. Gott sei mit dir. Rotschopf ist darin verwickelt. Ich glaube, Rotschopf ist darin verwickelt. Und warum glaubst du das? Hier, sein Hufkratzer. Der Hufkratzer, den der Halsabschneider bei sich hatte, gehört ihm. Das ist verdammt verdächtig. Und er verhielt sich verdächtig. Er verhielt sich verdächtig, als ich ihn befragte. Was meinst du damit? Er wand sich wie ein Wurm und sagte kaum etwas. Es könnte der Schreck gewesen sein. Und er ist abgehauen. Er verschwand gleich, nachdem wir die Halunken im Wald entdeckten. Und ich glaube zu wissen, wo er steckt. Wo? Bei den Köhlern. Er hat Freunde dort. Wir müssen ihn finden. Wenn seine Freunde ihn verstecken, werden sie kaum mit meinen Männern reden. Du solltest nach ihm suchen, Heinrich. Geh, bevor die Spur verwischt. Ich schicke Kunde nach Ratei. Ist gut, Herr. Okay. Gibt's was zu tun? Du hast nicht zufällig Arbeit, Hauptmann. Kommt ganz drauf an, wozu du bereit bist, Junge. Wie du sicher bemerkt hast, wimmelt es auf den Straßen von Räubern. Herr Hanusch hat ein hübsches Kopfgeld auf sie ausgesetzt. Okay. Wie gehe ich am besten gegen sie vor? Wir kennen den Standort eines ihrer Lager.
Es liegt östlich von Ratai, in einer stillgelegten Mine. Mir ist es ziemlich gleich, was du mit ihnen anstellst. Jedenfalls trägt ihr Anführer Sporen. Vielleicht geben sie gern vor, adelig zu sein, wer weiß. Wie dem auch sei, bring mir die Sporen, damit ich weiß, dass die Arbeit getan ist. Gut, okay. Ich kümmere mich darum. Warte, Herr Hanusch hat außerdem auf jeden Plünderer ein Kopfgeld ausgesetzt. Also nimm einen Dolch mit. Er zahlt für jedes Ohr, das du bringst. Okay. Ist das nicht barbarisch? Ist das nicht barbarisch? In Zeiten wie diesen gilt Auge um Auge. Ich fürchte, da hast du wohl recht. Oder Ohr um Ohr. So, der kann ich doch... Wem muss ich das Ohr bringen? Herr Robert. Dem Herrn Robert. Okay. So, damit hätten wir den Questgeber. Frage ist, ob ich hier irgendwo eine Möglichkeit finde zu schlafen. Waren in den Ställen nicht irgendwelche Möglichkeiten? Ins Haus kann ich ja schlecht reinsetzen. Schlafen würde ich gern. Ich will nicht so hier im Dunkeln rumlaufen. Schlafen. So, dann können wir nämlich beim Morgengrauen weiterreisen. Dann schlafen wir ein Ründchen. So, und dann sind wir auch geheilt. Hallo Hund. Was macht meine Nahrung? 71. Wir haben noch Dörrfleisch. Essen. Essen. Oh, das Hasenfleisch ist nicht mehr gut. Konservierungsmittel. Anwenden. Nicht essen. Okay, wir haben Konservierungsmittel gegessen. Läuft. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Läuft. So. Er mag das noch. So, Pebbles. Dann müssen wir weiter. Wo muss ich denn lang? Einfach da quer rüber, glaube ich. Und dann da hoch. Oder hier, so schräg. Ist quasi hier so geradeaus. Das wäre auch eine Maßnahme. Ach, das ist ein Baumstumpf. Unfallort entdeckt. Ach, der hier. Ist hier irgendwas? Ja. Branntwein. Trank des Baden, Schnaps und unbekannten Trank. Sehr gut. Ich glaube, die Fackel kann ich mal wegtun. Dafür muss ich das Schild wieder ausrüsten. So. Was haben wir?
wir hier. Glück und Gesundheit. Danke ebenso. Ich suche nach Köhlern in der Gegend. Ich suche nach Köhlern in der Nähe von Neuhof. Tja, also hier gibt es viele Wälder. Im Wald zwischen Neuhof und Uschütze sollten Köhler sein. Danke. Gott behüt dich. Okay. Weißt du noch was Besseres? Was benötigst du? Ich suche nach Köhlern in der Nähe von Neuhof. In den Wäldern südlich von Uschütze gibt's viele von denen. Danke. Okay. Gehabt euch wohl. Ja, würde ich auch sagen. Schloss knacken? Nein, tun wir nicht. Nicht, wenn die da sitzen. Ich bin ja nicht bescheuert. So. Wir müssen irgendwie da hoch. Reiten wir mal hier lang. Mal gucken, wo uns das hinführt. Was ist das? Was machst du da? Weshalb fragst du? Warum fragst du? Kann man nicht mal im Wald spazieren, ohne belästigt zu werden? Ich frage, weil ich hier der Wildhüter bin und in diesem Wald nach Wilderern Ausschau halte. Ich bin keiner. Ich wildere ganz sicher nicht. Dann macht es dir wohl nichts aus, wenn ich einen Blick auf deine Dinge werfe. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Schau ruhig nach. In Ordnung. Nichts Verdächtiges hier. Du kannst gehen, guter Mann. Ich wollte doch nur gucken, was hier in der Hütte ist. Schlafen und speichern. Öffnen. Darf ich das nicht nehmen? Doch, ne? Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Eigentlich wollte ich gerade nicht, aber egal. Machen wir. Ich wollte hier öffnen. Gut, dass wir die Sachen noch nicht rausgeholt haben, als der Typ kam. Da muss ich irgendwie hin. Sonst hätte ich jetzt nämlich ein Problem. Ein Bach hieß es, ne? Ein Bach brauchen wir. Oh, da ist ein Bach. Die Richtung stimmt schon mal. Da ist ein Grab. Grab. Ich habe keine Schaufel, aber das können wir ändern. Inventar, Gefährten, Pferd, Schaufel. Ins Inventar. Ich weiß, man gräbt eigentlich keine Leute aus. Aber hier sind gar keine Leute drin. Es sind Gegenstände drin. Ohr eines Banditen. Cool, gibt Geld. Nein, ach, loben wir halt. Braver Junge. So ist's echt. Gespräch beenden. Der ist leer. Da ist noch was drin. Cool. Ich bin schon wieder überladen. Moment.
Den können wir mal ins Pferde, in die Satteltasche packen. Den können wir in die Satteltasche packen. Dolch. Eschenjagdbogen. Der ist, glaube ich, besser als mein Kumanenbogen. Ne, der Kumanenbogen ist besser. Okay. Wieso habe ich den nicht ausgerüstet? Sollte ich eigentlich? Zwei Banditenorden, das ist gut. Gibt Geld. So, Schaufel rein. Schnaps können wir mal reintun. Trank des Verderbens, was macht der denn? Dieser Trank verursacht starke Übelkeit und massive Gesundheitsschäden, die im Tode münden. Okay, sollte ich nicht essen. Sollte ich nicht wirklich essen. Verzierter roter Wappenrock. Wildschweinleder. Hirschleder hatte ich doch auch, oder? Ja, tun wir auch mal da rein. Beinlinge kann ich mal da rein tun. Bürgerschwert. Wir haben, das hat 43. Was hat denn meine Waffe? 33. Oh, dann rüsten wir das aus. Nein, das sollte nicht ins Inventar. Moment. Das wollte ich ausrüsten. Und dafür kann dann das Sachs ins Inventar. So, wie viel kann das Pferd denn noch tragen? 192, okay. Da haben wir noch ordentlich Platz. Habe ich sonst noch was da rein könnte? Erstmal nichts Wichtiges. Den Rest tragen wir weitestgehend. Und wir haben jetzt auch nochmal 20 Kilo frei, von dem her. Passt, das würde ich sagen. Wobei, den können wir noch da reintun. Den können wir noch reintun. Den können wir noch reintun. Ach, und ich wollte den Skalitzer Wappenrock wollte ich tragen. So. Rüstung. Den ausrüsten und den ins Inventar. So. Die kann ich auch noch ins Inventar packen. Vom Pferd. Läuft. So, dann würde ich sagen, beenden wir mal an dieser Stelle die heutige Folge. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und in diesem Sinne, ich sage tschüss. Bis zum nächsten Mal.